zacken. Und da. Ne, ich wollte mir ja. Ich wollte mir ja Kapistone holen, ne? Kapistone. Ich will jetzt zwei Sticks mit, das unterrechnen. Nächsten Monat übrigens geht's wieder mal meinen Testserver für Minecraft Feed the Beast online. Von Nitrado werden da erstmal für 4 Leute hosten und wenn die sich dann später vielleicht noch ein paar Interessenten dazu finden, werde ich dann das Ganze noch hochstufen und mal sehen, wie es läuft. Vielleicht finden sich ja ein paar Leute, die Interesse haben, eine größere Stadt aufzubauen. Ja, ist viel. Das Problem ist, von uns wirst du kaum jemanden finden. Ein Tommy vielleicht, weil 234, weil der gerne Mods spielt, 234, aber Kurax mag absolut keine Mods, Kitty absolut auch nicht. Nirex bedingt, glaube ich. 234, 1234, ich mach mal kurz fertig 10. 234, 1234, 4, 1234, 1234. So. Also das Problem, du wirst da kaum Leute finden. Wenn öfter Modpacks spielst, dann finde ich, dass die von Aroma Mining World. Aha. Ich spiele gerne die, auch welche, die da halt einen Launcher haben, wo ich halt nicht viel mit irgendwelchen Installationsroutinen oder so zu tun haben muss. Es ist immer noch am liebsten mir, ehrlich gesagt. Deswegen, hoch. So. Bam. Und für die Beast habe ich bisher eigentlich am meisten Spaß mit, weil da hast du mit Ultimate, mit dem hier. Weil da hast du schön viel zu tun und musst dich zwar durch Anleitungen und so durcharbeiten, aber wenn du es erstmal raus hast, dann geht das auch erstmal. Okay. Gut. Ich muss uns die Lautstärke anpassen. Das ist immer das Blöde, wenn die Lieder unterschiedlich laut sind. Aber ich lasse das nicht über ihn hier, ihn bei der. Nein, boah, der hat zwar eine Funktion dafür, das Problem ist aber nur, dass der das irgendwie so völlig random macht und ich irgendwie Normalisierungsverfahren oder so. Das ist sowieso nicht ordentlich. Ich bin auch sehr intelligent, so habe ich das. Ja, ich hätte es mit einer Eisenspitze gerade bauen sollen. Was ist extra Welt, um meinen kannst du Kreuz? Achso, damit ich deine eigene Welt kaputt haust. Das ist mir relativ ehrlich gesagt egal. Du hast gesehen bei mir in der anderen Welt, die ich da habe, Zinger Blair, dass ich da einfach mal ein Loch reingemacht habe, komplett. Ästhetik ist mir scheißegal. Es muss praktisch sein. Es ist mir scheißegal, ob es schön aussieht oder nicht. Es muss praktisch sein. Es muss Kisten beinhalten lassen können und ich baue einfach nicht schön. Weil ich kann das auch einfach nicht. Weil ich da auch die Technik gar nicht drauf habe dafür und ich will es auch gar nicht aneignen, weil ich es. Ich weiß nicht, ich bin nicht der Mensch dafür einfach. So, warte mal, ich kann es eigentlich, muss ja mal wirklich mal ins Gangkram. Und daher, in welche Richtung gehen wir denn? Also muss ich mal im Costigen noch umstellen. Options, ich hätte nämlich gerne. Wo ist denn das? Square, danke. So, ich will nämlich eine Square Map haben. Und ich hätte eigentlich gerne. Ach ne, die sehe ich. Norden ist aber ziemlich klein. Osten. Süden. Kann man die größer machen? Mal nachgucken. Ja, nicht mehr ganz. Options. Und. Kompass von Scale wahrscheinlich, denke ich mir mal. Ja, okay. Ist so schon wesentlich besser. Sieht man auch mehr. Rahme erstmal, würde ich sagen. Und auf Server spiele ich nur mit Reden, sonst bin ich eher inaktiv, weil ohne Unterhalten kann ich auch Singlewelt spielen. Ja, das ist ja bei uns halt relativ vorteilhaft, dass wir halt das jetzt schon so haben, diese Aktivität auf dem Server. Und auch, dass da sehr viele Leute auch gerne in Skype mitreden. Ich bin persönlich auch jemand, der Minecraft hat, wenn er Singleplayer halt spielt, anders spielt, als wenn ich das jetzt im Let's Play mache oder in einem Stream. 1, 2, 3, 4, das war so weit, naja. Weil ich cheat auch gerne. Denn ja, ich hätte sehr, sehr gerne, was ich auch erstmal machen möchte, ist ein ME-System halt. Und da habe ich mir das halt damals in der Einblende, die ihr ja schon gesehen habt.
wo auch dieses riesen Loch war und dieses riesen Haus vom Boden unten Boden rein, habe ich mir das da einfach hingepflanzt, weil ich auch erst wissen wollte, wie das gebaut wird. Und ich kann mit diesen ganzen Thron auch in Vanille auch nicht mehr zurecht. Von daher ist halt einfach, ist einfach Geschmackssache. Was ich genial an Peter Beast finde, unter anderem, es gibt ja auch mit Sicherheit auch noch in anderen Mods, sind die Tanks, die du bauen kannst, um Flüssigkeiten zu sammeln. Diese großen, großen Tanks, die du bauen kannst. Das ist genial. Wenn das in der Version überhaupt noch funktioniert. Weil es wurden Mods rausgenommen und neue hinzugefügt dafür. Von daher. Ist dann dieser eine Typ noch da, der vorhin war? Nö, ist auch inzwischen weg. Ist immer lustig, wenn die Leute reinkommen, dann kurz bleiben, aber dann wieder verschwinden, ohne irgendwas zu sagen. Ich finde das ein bisschen unhöflich, ehrlich gesagt. Aber gut, das heißt unhöflich. Ich mache das aber auch ab und zu mal. Weil, das ist einfach. Ich mache es dann einfach meistens, wenn ich einfach zu faul bin, im Chat was zu schreiben. Weil ich auch ab und zu mal die Streams auch mal so durchgucke, wer streamt den gerade so, wenn ich mal Lust habe, auf Stream gucken, kein anderer streamt. Und da kommt es auch immer, dass sich halt zu viele Leute folgen. Das ist halt. Wunderschwierig, was das angeht, das wird weh. Schwer. Naja. Ich mach lieber das NRIO. Was? Schmale Kabel mehr aneinander, Flüssigkeit und Strom transportieren. Das geht ja so, ne? NRIO, ist das noch drin? Ja, das ist sogar noch drin, den Mod. NRIO. Sowieso ganz, wie gesagt, das ist wirklich sehr viel Content, was wir jetzt hier haben. Wenn das Rebe ist, ist Streamer, habe ich sehr viel zu tun. 90 Minuten noch, das sagt ja ein Skype schon, ja. Pollenallergie, what? Haha, Deggy. Ja. Sonic. Na ja, gut. Ja, Tommy kennt sich aus. Ich nicht. Das ist das Problem. Ich weiß nur noch, auch noch, ich, ja, was heißt, ich weiß, wie so ein E-System angebaut wird, so grob noch, weil ich das bisher nur einmal gemacht habe. Und, ja, es ist halt einfach, wenn du halt das wirklich jetzt so legal holen möchtest, dann dauert das wirklich Jahre, sei nicht Jahre, aber Monate, Wochen, bis du das mal zusammen hast. Und 1, 2, 2. Ich finde das genial, dass du mit dem ME-System riesige Industriezweige bauen kannst, die vollautomatisch arbeiten, sofern Strom vorhanden ist. Das ist einfach genial. Ja, sofern Strom vorhanden ist, dann besorgt es mal legal im Singleplayer, ohne irgendwie großartig Cheaten zu cheaten. Du brauchst Wochen dafür. Hast du wirklich genug zu tun mit dem Mod-Paket hier? Dann ist egal, als machen wir jetzt. Das Video, was. Okay. Aha. Cannot be embedded. Aha. Ah, schon wieder ein Steinspitzhacke kaputt, ey. Und ich hab bald schon wieder nichts mehr zu essen, wenn es so weitergeht. Ich sollte, glaube ich, langsam, aber sicher mal, ich ink aber auch nie dran, bevor ich streame. Weil die Plays zu dem. Die Plays zum Link zur Plays der Snipebots mal verlinken. Geht dann drum Klavierversion, Digimon Cover heißt ein Edit GP, oh cool. Ist ja cool. Ich meine, ich kann ja eigentlich auch langsam mal. Ich weiß nicht, so kommen wir gerade was von hier raus. Noch ein bisschen was von mir mal kommt. Ich brauche ich noch kurz mehr nimmt dafür. Ist ja nicht die Place, weil da findet er nichts.
Also, obwohl, doch, noch was mal probieren, was mal. Ja, boah, keine Ahnung, cool. Super. Ich bin nicht mehr so. Ich bin aber so wie. Ich weiß auch nicht, wie ich das. Nee, das muss ich ja nicht machen, da muss ich was anderes versuchen. Platte, Musik, Spiele, Spielen oder. Ich mach das mal so. Da speichere ich mich die Playlist. So ein geiles Lied werde ich mal hier kurz weitermachen. Weil es braucht ja erstmal ein bisschen wieder die ganze Playlist geladen hat. So. 4. Das ist übrigens auch, glaube ich, die Brightness Heat, die ich eingestellt habe, die ich auch bei der Vanille eingestellt habe. Weil das, ich finde, das ist noch gut Atmosphäre mit dabei, aber man sieht auch nicht so wenig im Stream. Weil es eh nur noch eine Dreiviertelstunde ist, dann wechseln wir ja wieder. Bei 2 Stunden kommst du Minecraft ja wirklich nicht weit bei dem Mod-Paket hier, aber ja. Wobei in 1, 2, 3, in 3 Wochen ist das schon wieder der 2-Stunden-Stream. Es wird auch lustig, das Special-Videos für die 5 Jahre zu schneiden. Ich glaube, da werde ich auch ein paar Tage dranhängen. Ach ja. Ich kenne mal. Was hat Tommy von was? Das ME von Blight Energy Disc 2. Geht eigentlich fix, wenn einen hast, der mit den Ohren sucht, der Rest geht ja leicht Big Reactor etc. Ja, wenn du das halt das Singleplayer suchen willst, dann ist es halt. Ne. Was spielt er jetzt? Ach, achso, okay. Wo hat er das geschrieben? Nee, das war weiter oben gewesen. Ach, da hat er auch was geschrieben, habe ich gar nicht mitbekommen. Fürs Battery brauchst du Sand, Clay und Gravel. Daraus machst du Grout, den das brennst, dann brennst du den und die Bricks und Controller und so weiter machen. Boah, das ist ganz schön komplex. E1 ist schlimmer, Tonnen von Quarz. Laut Tutorial soll AE2 schwerer zu holen sein als AE1. Weil du das erst im Endgame holen kannst, das ME-System. Weil du ja dafür auch halt Diamantenzeugs erstmal für die Mobs brauchst und so. Und das ist ein Singleplayer. Oh, wo stand denn das? Was brauche ich alles? Toolstation, Partbuilder, Special Table, dann erstellte Parts und so weiter. Aha. Mal gucken. Station. Da. Das ist mal offen. Dann, ich muss das eben mal kurz in eine Textdatei kopieren, damit ich das nicht verliere. Shit. Das ist ja schon wieder viel zu viel offen. Also öffne ich das nur bei Bedarf, weil ich habe hier unten in der Liste viel zu viel drinne. Ja. Irgendwas rausnehmen. Teamspeak brauche ich nicht immer so. So, Chat. Nee, nix Neues, okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir das einfach mal an hier. Was muss ich denn jetzt sammeln dafür? Tool Station. Crafting Station. Aha. Black Pattern. Mhm. Crafting Station, Crafting Table. Ah, okay. Das heißt, wir brauchen mal eben. Holz.
und ein Crafting-Tello und ein Crafting-Tello, eine Crafting-Tello.